Haben Sie einen Lieblingsitaliener? Wer von Ihnen hat einen Lieblingsitaliener? Wer uns Italiener kennt, der weiß, dass wir es laut und temperamentvoll lieben. Es gibt einen souveränen Löwen und einen aggressiven Löwen. Und diese Löwen leben in dir. Fragen Sie sich, welchen Löwen füttere ich gerade? Die Kombination aus Ihren Erfahrungen, aus Ihren Erlebnissen, aus Ihren Stärken und Talenten macht Sie zu einer einzigartigen Persönlichkeit. Der Vortrag war hochinteressant, war von Strategien geprägt, wie man die Zukunft gestalten kann, die eben sehr, sehr positiv gestimmt ist. Die Besonderheit war, was Sie für mich so toll gemacht haben, war, es sind am Schluss 5 einfache Punkte, die man sich leicht merken kann. Jede Kundenbindungsstrategie oder die beste Partnerschaft, die beste Freundschaft wird scheitern, wenn diese nicht auf Empathie basiert. Und wir haben Liebe, Leidenschaft beim Fußball, wir haben Liebe und Leidenschaft bei der Politik, wir sind laut und wir sind bekannt dafür, dass wir viele Pausen machen. Kreative Pausen. Ja, Sie lachen noch an den falschen Stellen, aber vielleicht wird es im Laufe des Abends besser. It's just that you have pleasure to see them, and that's one of the special things I'm gonna bring home today. Zwei Lieblingsitaliener, sage ich mal.